So Leute, wir sind wieder da nach über einem Monat Pause mit Let's Play Together World of Warcraft. Ja, wir sind mal wieder nicht zu zweit, wir sind wieder zu dritt. Der Kenji ist auch wieder mit dabei, unser kleiner Dauergast mittlerweile. Hallo. So, nachdem wir ja jetzt über einen Monat Pause hatten, wir sind immer noch Level 70, wir gehen heute Innies. Und zwar so lange, bis wir sie nicht mehr sehen können. Mal schauen, wie weit wir kommen. Was Also setzen einmal. wir? Ja, was setzen wir uns Pass denn auf, heute das als kommt ins Mindestziel? Senf. Ich hätte gesagt, 73 müssen wir mindestens machen. Eher 74. So, und es scheitert an einem DD. Ich bin fasziniert. Übrigens, kleiner Hinweis am Rande heute, die Verbindung zum Battle.net ist heute allgemein etwas bescheiden. Das heißt, wenn es hin und wieder einfach mal ein paar Disconnects gibt, bitten wir das zu entschuldigen. Und generell habe ich heute auch so eine leichte Latenz, weil mein Bruder ist heute zu Hause und sobald der daheim ist, habe ich irgendwie nur noch ja, die Hälfte vom Internet da. Porno Lukas ist back. Also, wenn man hin und wieder mal das TS durchlecken hört, ja, ich hoffe mal, das passiert nicht allzu häufig. Die Latenz geht bei mir auch die ganze Zeit runter. Die war vorhin schon auf über 100, jetzt sind wir schon wieder bei 81 zumindest. Also, das ist schon wieder in einem durchaus spielbaren Bereich. Jetzt muss ich bloß schauen. Also, mich wundert es, dass wir schon über eine Minute Wartezeit haben und das auch nur an einem DD liegt. Jo. Der nächste DD, der annimmt, kriegt einen Instant Invite. Ach ja. Alles wird gut, mein Bruder hat Energy Drink mitgebracht. Das ist gut. Und da ist auch schon der Inni-Invite. Wird eh Burg Utgarde, was anders kann nicht kommen. Also spätestens um 7 muss ich kurz weg und einkaufen, so für den Abend, sowas zu essen und Energy Drinks. 7, Ja, da haben wir ganz ja 1,5 Stunden richtig. Zeit jetzt. Oder? Nee, bisschen länger sogar. Zweieinhalb noch? Dreieinhalb. Dreieinhalb, also ja, Ja. 3,5 Stunden, das ist viel zu viel. So lange werden wir wahrscheinlich eh nicht aufnehmen. Ich hatte mein Bock auf gerade Aufnahmerekord grinden. ist zwar bei über 4 Stunden, aber gut. So, So. buffern mal, ne? Ja, ich kann eh nichts buffen, weil das Einzige, was ich buffen kann, hast du schon gebufft. Ich weiß nicht mehr, wie man Chaoshexer spielt. Chaoshexer? Ich habe schon ewig keinen Schutzparler mehr gespielt. Muss da auch erst wieder reinkommen. Ich habe schon ewig keinen Nildruiden mehr gespielt. Also das ist aber das Einfachste, glaube ich. Destroy them with fire! Oh, nicht Oh, da schon geht er wieder. down. Ich bin Diesmal betäubt. nicht. Ich, Ah, ich. fuck. Die haben mich betäubt. Konnte nichts machen. Komm rein. Bringt nichts. Ich müsste eh eine halbe Ewigkeit laufen. Du könntest mir ein BR geben, das wäre was. Ja, stimmt. Notfalls hätte ich auch noch einen. Aber ich Ich sehe hab auch doch gerade. gesagt, dass ich keine halbe Ewigkeit Druiden mehr gespielt habe. Aber immer an derselben Ich Stelle, spiele ja. normalerweise Paladin, der hat MBR. Gut, dann lauf mal trotzdem rein. Du egoistischer Scheißgnom! Echt, bei der Gruppe muss ich echt müsste ich immer Baum dienen. Ja, mach doch. Ich ziehe da auch immer einen unermüdlichen Verteidiger, nur der hält auch nur so lange, bis die mich einmal tothauen. Hoffentlich sind meine Nachbarn nicht da. Wieso, mögen die Gnome? Sind das Gnomenfreunde? Nein, aber die Lautstärke war gerade etwas sehr. Da wenn dieser Scheißgnom mal kurz nach hinten geguckt hätte und er gesehen hätte, dass ich.
hätte nicht nach hinten gucken brauchen, er hätte gesehen, dass ich mit ihm laufe. Und er hätte gesehen, dass mein Leben bloß bei 10% ist. Dann hätte er noch ganz kurz stehen bleiben können, bis die Mobs bei ihm sind und dann einfach durchs Portal springen. Und dann wäre ich auch schon durchs Portal gewesen. Aber nein, er ist durchs Portal gehasselt, die haben mich haben sich umgedreht. Ja, toll, den Rest brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dann meint man es mal gut. Da bin ich Spuckmark bei Knob. Jetzt weiß ich, warum ich das Spuckmakro gemacht habe. So, jetzt holen wir unseren Kobold. So, nochmal durchbuffen haben wir schon, okay. Achso, wir haben keine Quests mehr, weil wir die Quests schon gemacht haben. Ja. Alles klar. Beim letzten Mal. Ja, wir waren ja hier schon einmal, Ende der letzten Aufnahme, wer sich entsinnt. Die ist ja schon so urlang her. Ja, das ist schon wieder, schon gar nicht mehr wahr. Schattenbrand. Hui. Oh, warum habe ich den Schaden bekommen? Okay. So, im Nachhinein fallen mir jetzt so viele Dinge ein, die ich hätte machen können. Ich hätte jetzt zum Beispiel eine Baumrinde geben können. War das nicht die Eisenborge? Baumrinde ist nur für den Druiden selber. Eisenborge ist für mich selber. Ich hätte gedacht, das wäre umgekehrt, aber gut. Ach nee, warte. Eisenborge ist das 20%. Die Haut wird so hart wie Eisenholz. Eisenholz. Der Eisenburgenbeschützer ist eine 8-8 Spottkarte in Hearthstone. Ihr seht jetzt aber gerade nicht in Hearthstone. Über diese Vergleiche hier mit Hearthstone ist. Ja, okay, es ist Heroes of Warcraft. Ne, ist es halt Warcraft. Yep. In irgendeinem Sinne. Aber ja. Haben wir denn eigentlich alles dabei? Schurke und ein Magier. Oh, ein Magier. Haben wir denn auch schon einen Zaubermacht? Ja, mal. Das ist ein Frostmagier. Trotzdem haben wir einen Zaubermacht. Ist scheißegal, was das für ein Magier ist. Zaubermacht, Bart, Mann. Ich zieh da mal lieber ein DevCD. Was für ein Eisen? Boah, wo krieg ich denn so viel Schaden? Entschuldigung. Du wisst schon, dass der Boss die ganze Zeit auf uns drauf klatscht, ne? Ja. Jetzt könntest du ihn mal beehren. Ja. Würde ich gerne. Ich bespuck den Boss vom Boden. Ja. Das geht nicht, nein. Ich war gerade eingefroren. Ja, ich hab's dann schon gesehen. Jetzt bin ich eingefroren, aber ich hab jeder für sich. Müsstet ihr den Boss mit dem Pack zusammenziehen? Ich hab den nicht gepullt. Den hast du gepullt in dem Moment, wo der Trash. Du hast den Trash so gepullt, der Typ hat sofort losgeschrien: Euer Blut gehört mir. Ja. Ja, stimmt, das war ja dieser Boss mit der übelst hohen Aggro-Range. Durch andere Bosse kannst du durchlaufen und du aggrost die nicht. Tja, bei dem halt nicht. Blackhand hat zum Beispiel eine sehr krasse Vision. Also. Der ist ja blind. Ich sag mal Trash vor Manoroth, also der Trash, der die erste Phase des Bosskampfes ausmacht, durch den kannst du durchlaufen. Du musst die angreifen, damit der Bosskampf losgeht. Welcher Trash? Das ist kein richtiger Trash, das ist ein Teil, also die erste Phase von Manoroth besteht größtenteils aus Trash-Gekloppe und da ist der Boss okay. Nämlich noch nicht da. Und durch den Trash kannst du durchlaufen. Wirklich. Da kannst du in dem stehen, der aggro dich. Geil.
Jetzt habe ich dadurch, jetzt war ganz vergessen, mein tolles Tentacle-Monster loszulassen. Ja, ich lasse das schon immer auf Cooldown los. Ja, ich wollte das im Bosskampf einsetzen. Aber merk schon an meinen Mad Heiler Skills, warum ich als Paladin nie Heiler spiele, noch normalerweise. Nur Arena Heiler wahrscheinlich, ne? Ja, das ist so ein bisschen predictable. Also, du kannst das besser predikten in der Arena, den Schaden. Ja, bei Instanzen und Raids, da ist es so, dass du die Bosskämpfe mehr oder weniger auswendig lernen musst, erstmal und wissen musst, wann kommt wo viel Schaden. In der Arena kommt einfach immer viel Schaden. Und zu Burst-Spitzen, man weiß bei bestimmten Klassen, jetzt kommen gleich Burst-Spitzen und wenn Burst-Spitzen kommen, dann musst du halt deine Heilung erhöhen, indem du Cooldown ziehst oder also sowas wie den Baum. Ja, das sind auch Erfahrungswerte, genauso wie im PvE, da musst halt jeden Boss halt extra lernen. Theoretisch müsstest du in PvP jede Klasse extra lernen. Du musst eigentlich wissen, wenn du effektiv PvP spielen möchtest, musst du nicht wissen, was können die Klassen, was machen sie, wie sehen sie aus, wenn sie in Burst-Gestalt gehen zum Beispiel. Das hat ja Blizzard inzwischen so gemacht, dass fast jede Klasse seine Gestalt oder verändert oder etwas hinzukriegt, wenn er burstet. Mhm. Also fast. Jupp. Bei der Katze sieht es auf jeden Fall am besten. Beim Shami sieht man es auch ganz gut. Und die Eule. Oder der Paladin, wenn der burstet, sieht das auch ganz gut. Dann kriegt er einfach mal Flügelchen. Wir kommen wieder zu Nürs Lieblingsboss. Hey, Tentacle. Versuch den Mut aufzubringen, an meiner Seite zu kämpfen. Um Himmels Willen! Hör auf, du quasselnde Schwachkopf! Hau einfach drauf! Ja, lauf einfach nur auf den Tag sind, ey. Und die machen nur einen guten Schaden, ja? Ja, wenn ich gerade in Skada schaue, die machen ungefähr so viel Schaden wie die Idees. Alle zusammen. Ja? Die haben zumindest mehr Schaden gemacht als der Schurke. Wie cool. 1k DPS. Weißt du, bei mir ist der Schurke auf Platz 5, dann kommen die Tentakel, dann kommt der Kilian, dann kommt der Mage, und dann ich. Bei mir, also gut, wir zwei sind in meinem ungefähr gleich auf, aber ich bin bei meinem ein kleines bisschen höher. Du hast zwar mehr DPS, aber ich habe mehr Schaden. Naja, ja, dass du einen Schaden hast, das ist mir schon bewusst. Die haben immer so nette Sprüche hier in der Indie. Ich find's cool, dass das nicht mehr so ist, dass du nur über Hots heilen kannst. Ja, inzwischen. War früher eigentlich auch so. Du hast ja auch viel mit anderen Heilzaubern heilen können, als Druide. Naja, ich meinte, in vorigen Level davor konntest du nur über Hots heilen. Jetzt musst du schon besser, also mehr Heilungen auspacken. Find ich besser so. Hm. Macht mehr Spaß. Aber es ist halt Low-Level, ne? Da kannst du erwarten, brauchst du nichts erwarten. Aua. Mich angespuckt. Ja, dann spuck zurück. Oh mein Gott, er hat einen Ashbringer! Ihr Vollidioten, wir alle haben Ashbringer! Aladdin. Ja, ja.
Und Tentacle. Ah, verdammt, zu früh gezündet. Der geht ja gleich noch in Phase. Immer diese Tentakel überall. Alle vom Boss kuscheln. Gute Idee. Mach vor. Okay. Yay, eine Tasche. Cool. Was habe ich denn in der Tasche? Einen Gürtel und der hat nur grüne Zahlen, den ziehe ich sofort an. Ein Kopf. Eine Hose, ja. Scheißdreck kann ich nicht brauchen. Moment. Nee, da gehen wir raus, das sind 69er dabei, da kommt eh nur noch Burgundgarde. Haben wir doch sowieso. Wir haben auch so Burgundgarde. Ach, egal. So. Ja, stimmt. Chrissy hängt ja ein paar IP hinterher. Wie viel hast du noch zum Level-Up? Bist du richtig schnell unterwegs? 14 IP, 14% bei. Okay, das ist recht wenig. Ja, viel gab das nicht. Ach doch, ein Level-Up habe ich gemacht. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Genau wie Diablo, ich kann nicht mal auf die Level-Up. Wenn ich dann mal gucke, okay, mal sehen. Mal schauen, ob wir die erste Gruppe heute ohne Vibe schaffen. Yay. Sag mal Bescheid, wenn du was zum Zünden brauchst. Ja. Aber jetzt hab ich dir schon. Ja, bin ich auf die Taste gekommen. Pickst aber auch viel weniger Schaden rein gerade. Ja, weil der Mage übelst Damage rausrotzt. Steht ja nichts mehr. Ja, Mage kennt die Abkürzung, das ist gut. Ich weiß nicht wieso, wir kann den Mage nicht leiden. Okay, ich werde angegriffen. Ja, ja. Werde angegriffen! Von den ganzen Targets, die ich beim Durchtappen durchkriege, kriege ich den, der dich angreift, immer als letztes. Das ist der so. Klassiker. Ja. Typisch. Wir werden angegriffen, kommt ihr Hunde! Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Oder mein Liebling aus Warcraft 2, die Orks. Die machen unsere Stadt kaputt. Das kommt davon, dass du wegs geschubst hast, blöder Drache. Dass man Schattenflamme ins Gesicht kriegt. So viel Tentacle Rape heute. Bei mir ist halt nur Boss Time. Time! Boss Time!
kommen eigentlich die Schilde her, die ihr bekommt? Meinst du mein Schild? Ich meint von Angry Face, ne? Das Angry Face. Schon wieder? Jupp. Du bist so weit weg. Ah. Ich hab was YOLO! Ich bin desorientiert, sehr geil. Tentakeln, greif ein Ziel an. Jetzt bin ich noch eingefroren worden.